Hey, hallo. Hallo. Ja, was machen wir, Gunnar? Erzähl doch mal. Wir spielen nochmal Mu-Komplex. Kam das so gut an, oder spielen wir das nochmal? Ja, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwann kam Eduard letzte Woche und meinte, hey, willst du nochmal Human Resource Machine spielen? Und ich so, nee, ich will lieber mit Gunnar Mu-Komplex spielen. Cool. Weil das Ende... besser? Hm? Das Ende war es nämlich ganz geil, ne? Bei Mu-Komplex. Shit, wir haben gar keinen Chat hier. Doch, ich habe mein Handy. Mein Handy habe ich auch. Du musst mir ein bisschen helfen, wenn ich wieder zu nah an dem Mikrofon bin. Ich bin noch außer Puste, weil ich hier so hingelaufen bin. Weiß mich bitte darauf hin, wenn das so kacke ist. Ja, weil man muss ja manchmal bei Mu-Komplex auf jeden Fall was googeln. Es ist ein Hackerspiel, muss man dazu sagen. Ja, genau. Kannst du beim ersten Mal, was wir gemacht haben? Erstmal nicht geguckt hat, es ist ein Hackerspiel und wir hacken uns so durch Computer und ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir das machen. Weißt du das noch? Ist nicht irgendjemand tot oder so? Ja, im Zweifel ist jemand gestorben und wir hacken uns auf jeden Fall ist es in der Zukunft. Es spielt irgendwie 2060 oder so. Genau, und wir müssen auch echt googeln. Also wir haben zum Beispiel... Einen Zeitungsartikel raussuchen. Den gab es dann wirklich von der Zeitung und das war echt ganz interessant. Und deswegen hacken wir uns jetzt einfach weiter durch Mu-Komplex. Wir sind in Level 10 von Episode 1. Es gibt 2 Episoden. Und da kann ich eigentlich gar nicht so viel machen. Eigentlich ist Max der Typ, der hier gerade eigentlich alles macht. Aber das kriegt er auch hin. So, hier, okay, dann fangen wir mal an. Weiter geht's mit Mu-Komplex. Da musste man so viel lesen, also... He worked on a new fast mode of transport. Deswegen sind wir mal ein bisschen leise zwischendurch. Level 04 is currently powered off. You need to power it on to go down there. There are several computers that can provide power to that level. You'll need to activate at least 5 of them to pass. Mhm. The password hint is available for each computer of this level. Okay. So, wie war das nochmal? Also als erstes Mal konnten wir uns den Ordner ausgeben lassen. Ja. Genau, so. Und was Help. Was gab's denn noch? Help waren unsere Kommandos. Help waren die Befehle. Das ist 2 Wochen her, dass wir es gespielt haben, ne? Ja, 2-3 Wochen. So, es gibt 2 Mails, einen Text, 2 Textdateien und ein JPEG. Guck mal das Bild an. Genau, das Bild war immer, ach genau, okay. Okay, geil, wir sind gerade... Okay, wir müssen wie viel auf ihrem hacken von denen? 5. 5 von dem. Von den 6 Dingern. Von 7. Oder wir sind Peter? Ja, wir sind da unten, okay. Ja, du kannst mal das hier nehmen. Wir sind da unten. Wo sind wir? Wir sind Peter O'Brien. Das war O'Brien. Der Typ, der doch gestorben ist, glaube ich, ne? Oder habe ich das irgendwie komplett falsch in Erinnerung? Ich hoffe. Ich weiß es nicht mehr genau. Du weißt es auch nicht mehr genau, ne? Bell sagt schon. Sophia hat so viel geredet beim letzten Mal, ey, da. Sophia? Am Anfang, weißt du das nicht mehr? Sie hat die ganze Zeit gesagt, hier machen wir das Picture in Picture woanders hin, dann wurden wir immer so abgelenkt. Jetzt rede ich so viel, merke ich gerade. Ach so, okay. Gut, dann gehen wir mal die Mails durch, oder? Genau, als erstes können wir, obwohl wir können. Ja, lass die Mails mal durchgucken. Upsi. So, Send 61. Also nochmal kurz für alle, die nicht dabei waren. 61? Man muss echt viel lesen, man muss super aufmerksam lesen, weil wenn man das so überfliegt, wir haben letztes Mal echt viel überflogen und haben dann festgestellt, dass wir die Mails immer und immer wieder lesen mussten, weil wir die Infos einfach nicht behalten haben, weil wir immer nur nach dem gesucht haben, was wir brauchten. Das war ein riesiger Fehler, deswegen machen wir es diesmal besser. Oh, Peter wird eventuell suspendiert. Letzte Warnung. Okay. Okay, ja. Okay, ja gut. Wir wissen auf jeden Fall... Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht... Sektor High Supervision ist ja... Okay. High Supervisor. Das ist der gleiche Typ, oder? Ja, Sektor. Das ist die gleiche E-Mail. Supervisor. Okay. Ist das jetzt 1961 oder ist das 2061? Nee, 2061 war okay. Das. Gut. Weil es ging doch auch darum, ist es nicht irgendwie... Oh, wie war das denn noch? Kacke, ey. 2 Wochen und man weiß gar nichts mehr. Dieser Account, auf den wir uns eingeloggt haben, der war ja auch schon ewig nicht mehr benutzt. Genau, der war irgendwie 30 Jahre nicht benutzt. Genau. Okay, nächste Mail, würde ich sagen. Oder bist du schon? Ja, hab ich schon. Okay, er wurde also auf suspendiert. Für 2 Monate. Ah ja, das war so ein bisschen religiös, ne? Ja, genau, ja. Mhm. Oh, okay. Der hat ihn also nicht verraten, dass er suspendiert wurde. Also keinem von den Mitarbeitern. Okay. Gut, was haben wir noch? Wir haben diese beiden Textdateien noch.
They do, oh Gott, okay. Ah, das ist wieder sein Tagebuch. Das ja, das ist also sehr ridiculous. Stimmt, beim letzten Mal. Genau. Genau, wann wurde er denn suspendiert? Also von den Tagen? Also, wird man ja sehen gleich, ne? Keep hearing voices. Ach, genau, er hat ja die ganze Zeit so Sachen gehört. Ja, wusste man das schon? Ja, er hat doch an die Wand noch so geschrieben, what is this noise? Ah, ja, ja, wir hatten ja so eine Wand, was mit so Schwarzlicht ja, nur ja, zu sehen. Ah, ja, 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 richtig, richtig. Mensch, wir brauchen eine halbe Stunde, um wieder reinzukommen, ne? Ja, da echt, da bringt ja Stundenslot, ne, hier gar nichts. Okay, ja. Okay, ja gut, und was haben wir noch? Results. Das ist alles, was wir bis jetzt haben, also das nicht viel, ne? Okay, es ist alles huge Level vorgespeichert, wo wir jetzt hin müssen, richtig? Wir sind noch auf Level 3, ja. 5 computers out of 6 müssen activated. Level 4. Okay, wir müssen diese 6 aktivieren. Ach genau, wir haben SSH und wie war das denn nochmal? Das was ich jetzt gerade... Was haben wir nochmal für Kommandos? SSH. Und dann musste man den Namen des Computers eingeben. Genau. Und vielleicht finden wir... Okay, jetzt Treffer. Sind wir in Eric Pur. Der genau, und das wird wahrscheinlich der einzige sein, der keinen Passwortschutz hatte. Weil, was mich stutzig gemacht hat, dass, manche Sachen so groß geschrieben waren in den Texten, also huge quantity und bei dem anderen auch oben irgendwas. Oh, gut, dass du es gemerkt hast. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und bei dem anderen hat er auch so unterschrieben mit irgendwie Hi, Supervisor. Nur huge und high. Ja, das ist gut. Das vielleicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie, vielleicht ist das von Bedeutung, vielleicht aber auch so. Aber da steht auch kein Name von dem Typen, ne? Nee. Nee, nur high. Okay, wir sind also auf seinem Rechner, mal gucken, was es hier so gibt. PW-Data, das klingt das ist das gut. Passwort-Data, geil. What are those colors? Okay, soll ich das googeln, welche Farben das sind? Oder weißt du das? Also wenn das quasi FF, wenn jetzt alles ist FS, R, ne? Er ist rot dann, oder? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Also wenn alle voll mit F wären, wäre es ein Weiß und wenn alle Null sind, ist es ein Schwarz. Ist das nicht rot, FF? Ach stimmt, das ist RGB, ne? Stimmt, dann ist, wenn die F sind, also voll, stimmt, das ist ein Rot. Dann ist Blau und dann Rot blau? Und Blau, Rot, eher Rot und Gelb gemischt, ne? Ja. Also... Orange. Orange, ja. Oder? Ich kann das ja mal Farbwerte. Nee, aber das kommt wohl hin. Ist ja dann zu gleichen Teilen. Quasi. Ja. Okay, dann wollen wir uns nochmal das Foto angucken, aber es wird vielleicht das gleiche Foto sein, weil das auch Level 3 heißt. Picture was shown in another terminal. Okay. Sagen die, dass es richtig ist? Mal gucken. Du kannst hier ruhig arbeiten. Stört uns nicht. Komm rein. Du kannst ruhig, ja. Kein Problem. Der Axel, der hat nämlich jetzt hier oben seinen Arbeitsplatz. Ja, das weil wir keinen Platz, ne, mehr unten hatten. Ja, jetzt sitzt er da oben jetzt, als einziger. Aber er hat als einziger ein eigenes Büro. Ja, stimmt. Stört mich jetzt nicht so sonderlich, wenn er da sitzt. Ich google gerade die Farbwerte, nicht, dass ihr denkt, ich mache hier... Aber wie witzig, dass du einfach weggegangen wärst und du gesagt hättest, okay, ich arbeite einfach eine Stunde lang, nicht so lange dir. Hier, RGB Color Codes habe ich hier. So. Achso, nee, FF einfach nur, ne? Ich geh mal eingeben. Du checkst da weiter, ne? Oh, guck mal, hier Power. Dann haben wir schon mal den ersten PC an. Ah, jetzt brauche ich das Passwort. Okay, cool. Und das Passwort wird dann eventuell sein. Sind das alle drei Farben oder was? Ja, wahrscheinlich. Guck mal, PW Data. What are those colors? Gib doch mal Rot ein. Ja, also, ja, warte, ich muss ja dann jetzt Red. Blue. Blue. Orange. Orange. Guck mal bitte nach, ob das auch so richtig ist. Ja, das wollte ich gerade. Das ist ja jetzt auch nur eine Vermutung. Farben umrechnen. Hast du da gerade Photoshop? Kannst du mal Photoshop öffnen? HTML-Farbcodes.
kann man das einfach nicht, kann man nicht einfach irgendwo eingeben? FF, ah, da. Da. FF. 00000000. Jetzt musst du hoch. Rot. Das ist ein Rot, ja. Siehst du, da? Also unsere Vermutung ist gar nicht so scheiße. Und das müsste doch ein... Ja, das ist ein Blau. Ach, RGB, du Hampelmann. Ja, haben wir doch gemacht, oder nicht? Das ist nicht gelb. Nee, ein Blue. Das ist Green. Orange haben wir gesagt. Nee, ist gelb, shit. Orange haben wir doch gesagt. Ist doch gelb. Stimmt, okay. Oder nicht? Ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. F, das zweite F, wird F, auch blau F. sein. Guck mal bitte das einfach das... Das, oh, das ist da. Hier. Das zweite, das dritte. Ah, das ist gelb. Das ist gelb, okay. Das ist Minus, das ist natürlich. Doch. Weißt du, was das Minus ist? Power? Oh, guck mal. Ja, G steht für, steht also, für Green. Also, Red, Yellow. Ja, nee, ja, Red, Blue, Yellow. Achso. Nice. Nice, okay. Activated 20%. So, dann auf den nächsten Rechner. Cool, cool, cool. Wir sind ja super. Oh Gott. Ja, SSH. Rot, blau, gelb. Ihr habt es auch schon im Chat rausgekriegt. Anien. Steht da? Okay, passt. Okay, guck mal. Ach, hier bei Google kann man es auch einfach angeben. Kannst du bei Google einfach eingeben, oder? Ja, wusste ich nicht. Cool. Ja. Okay, das ist wieder... Das ist wieder ein Bibelvers. Mhm. Den gucke ich mal nach. Willst du den bei dir nachgucken? Ja, hier in den Chat. Wir hätten einfach mal einen, noch einen Rechner hier brauchen können, ne? Egal. Luke? Das ist dein privater Rechner, ne? Nee. Das ist ein Dings jetzt? Ja, Luke 19.4. 19.4. Okay. Achso, du googelst auch, oder? Ich mach ja, ich das dachte, schon. Wir machen das... Way. Way, so wie der Weg? Ja. Okay. Power. Way. Ah, ne, Quatsch. Erstmal Power. Way. Nice. Okay, SSH. Mark. Johan. Wie einfach sind wir denn? Wie gut, meine ich? Wie einfach ist das denn? Das wird bestimmt gleich schwerer. Ich wette es mit dir. Wow, jetzt ist hier. Oh, siehst du? Ich hab's dir gesagt. Jetzt wird's schon schwerer. Ach, du Scheiße. Okay. Ah, achso, das ist aber... Das ist ein B. Ein B ist das, oder? Ja, aber hier steht doch DAF. Achso, das ist da drüber, nee. Das ist A, B, ja, das ist ein D, genau. Ja, aber das ist doch ein drüber. Das ist da drüber, ist ein E. Okay, also warte, ich mach schon mal, dann D, tipp das mal direkt E. Hier. E. Nee, dann? Also wir müssen die anderen, die ersten doch bestimmt auch machen, oder nicht, weil der eingekreist ist. Ach, der ist eingekreist. D, dann D, E, E, dann Gott. A. Ja? Ja. Guck mal, siehst du doch dann im zweiten. Oh ja, sehr gut. Das ist dann wieder ein D. D? Oh. Warte, pass auf. Ich kann, da kann man so schlecht lesen auf dem... Das ist... Ja, das ist... das ist... Okay, A... Das C, ist ein B. Das, das ist ein B. B. Das ist ein B. Dann, das ist wieder ein E. Ja, ein E. Noch ein E. Ja. Das ist ein A. Nee, kann er nicht. Das ist A, guck mal. A, B, C, D, E, A, F, H, C. F ist das. Ein F. Ein F, okay. Versuch mal. Das muss doch dann gewesen sein. Dead Beef. Ja. Dead Beef heißt es auch. Hätten wir auch lesen können. Wir waren so konzentriert. Haben auch Leute natürlich reingemacht. Ich kann nur so ablesen. Ich brauche nur ewig lange. Hä, aber das ist doch blöd. Wenn wir jetzt direkt in den Chat gucken, macht es auch keinen Sinn. Nee, weil du gesagt hast, es war schon im Chat quasi. Ja, es war auch im Chat. Stand. Die haben es auch rausgekriegt. Brauchen wir es auch nicht. Ich habe doch nicht vorher geguckt. Die Steve? Steve Dorr. Upsi. SSH Steve Dorr. You are now on Steve Dorr. Was haben wir da? Bestimmt wieder PW Data. Okay. Das weiß ich überhaupt nicht. Was soll das denn bedeuten? Das sind ASCII-Zeichen. So, die müssen wir jetzt aber einmal... Ach so, du könntest jetzt theoretisch, warte mal. Entweder geben wir es ein oder wir rechnen es aus. Also im Kopf oder wir. ASCII-Tabelle. Ja, eine Tabelle. Die brauchen gut. Wir. Also, 115. 115 ist ein S. Mhm. 99? 99.
Ich habe mich hier verfangen in meinem Maus. Ein C. Ein C? 105? I. Hä, warte mal. Jetzt musst du mir noch eben groß und klein sagen. Das war alles klein. Das war alles klein? Ja, bis jetzt alles klein. Okay. Wo waren wir jetzt? 105, dann 101? Ein E. Auch Science klein? Wahrscheinlich, ne? Ja, warte mal, 110? Ja, ein N. Okay. So, und dann der nächste. Boah, wie gut sind wir, oder? Mike. Das ist gerade sehr einfach eigentlich, ne? Ist jetzt gerade ist wirklich, aber es ist trotzdem witzig, dass die Rätsel so auf so verschieden sind, weißt du? Mhm. Du hast mal Noten, mal... dass man auch mal googeln musste, also... Das mit es ist schon Werbung? Jetzt schon. Oh nein. Na gut. Ja, dann machen wir gleich Werbung und dann hacken wir noch ein bisschen weiter.